Hallo und willkommen zum zweiten Teil des 100 Karten Send-Offs. Ja, zwei Stapel. Seht, das eine ist schon größer als das andere und ich würde sagen, wir fangen hier einfach mit dem rechten an. Ja, das sind ganz schön viele und das Krasse ist, es ist nur ein einziger Ansender. Jan, liebe Grüße. Du hast hier 33 Karten eingesendet. Das hat noch nie jemand so viele Karten auf einmal für einen Monat bei mir eingesendet und das sind hier alles Kadas Vending-Karten aus 1996. Das sind so japanische alte Karten. Das ist eigentlich so voll mein Ding. Und davon gibt es einmal die rote Version. Davon hast du hier einige. Und die Glurak sind natürlich immer die wertvollsten. Seht, es hört gar nicht mehr auf. Es wechselt nur in Farbe. Es sind nämlich auch die grünen da am Start. Das ist sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, Jan hat die hier alle von so einem großen Sammler mal abgekauft und noch so einige selber gesammelt. Und ja, so ist er hier zu dieser riesigen, geilen Sammlung von Startern gekommen. Ich sage auch immer generell, wenn man jetzt hier so ein neues Feld begibt, sammelt einfach die Starter, da machst du nie was falsch. Also das heißt ja Glurak, Turtok und Bisaflor. Also er hat hier auch Turtok im Rot. In Grün und auch Bisaflor, Rot, Grün. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem hier noch ein paar Kadas Bandai-Karten hier mit Pikachu und Ash. Die sind ganz süß. Doppeltes Pikachu, das ist auch ganz nice. Das finde ich, die Karte finde ich super nice. Die habe ich schon mal selber schon gegradet. Ich habe wieder verkauft. Finde ich super cool hier. Vor allem, wenn ihr hier einfach nur das hier rechts seht. Das ist ein schöner Moment. Hat mir auch sehr, sehr gefallen. Genauso wie das hier, das erste Pikachu. Die sind cool. Das ist wie so ein Foto von einem Moment gerade. Ja, auf jeden Fall super cool illustriert. So, also vielen Dank, Jan, für diese 33 Karten. Die gehen jetzt heute noch zu PSA. Und als nächstes haben wir Martin. Martin hat uns drei Yu-Gi-Oh! Karten eingesendet. Er hatte ja da super geile Grades letztes Mal bekommen und hat sich gedacht, ja, ich sende hier noch super Heroes noch ein und ja, die gefallen mir hier. Vor allem der hier finde ich sehr, sehr, sehr nice. Ein Kontrast aus diesem Drachen, diesem Engel und diesem gut trainierten Hulk. Also sehr, sehr nice. Super cool. Vielen Dank fürs Einsenden. Und als nächstes haben wir Simon. Simon hat uns 8 Karten eingesendet. Ja, wie sein muss, muss immer ein Glurak dabei sein hier. Also First Edition. Die haben den Preis gestiegen. Hab da jetzt letztens ein Video zu gemacht hier oben. Und ja, vielen Dank dafür. Ein ja, frisch ausgepacktes Mashomai, ein Raichu, ein Hoho. Die finde ich auch wirklich cool. Und die drei legendären Hunde in japanischen. Und Excellent Mew, der war auch verpackt. Den habe ich hier frisch ausgepackt und dann hier rein, sodass er hier auch keine Kratzer bekommt. Und zu guter Letzt meine Wenigkeit mit Bisaflor und ein Dschungel-Deutsch-Flamara. Ich versuche es einfach. Ich versuche einfach, dass die vielleicht jetzt mittlerweile doch gegradet werden von PSA. Und ja, ich versuche es mal einfach. Das habe ich hier aus dem Booster gezogen. Das hatte ich hier noch. Und vielleicht habe ich euch dann mit neuen News am Start hier, wenn ich sagen kann, ja, hey, PSA gradet jetzt ab sofort auch Dschungel und Fossil dann wahrscheinlich dann auch. Das werden wir dann in ein paar Monaten herausfinden. Und ihr wisst ja, dieses Pikachu, das feiere ich. Das ist ein paar Wochen alt. Das sind meine anderen 4 Karten davon. Die gehen jetzt auch Richtung PSA. Also, kurzes Video hier. Vielen Dank fürs Einsenden an alle. Und ja, ich freue mich, wenn die 100 Karten wieder zurück sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.